Schwalbach im Taunus am Abend des 10. September 2014. Beim Entrümpeln einer Garage macht ein junges Paar eine grausige Entdeckung. Es sind zwei Plastikfässer voll mit Leichenteilen. Die Polizei wird gerufen, das Opfer schnell identifiziert. Es ist Simone Diallo, zuletzt gesehen im Herbst 2003. Doch wie kam die Frau in die blauen Fässer? Das zu klären, ein Auftrag für das Hessische Landeskriminalamt. Wir sind durch die Kripo Hofheim, die hier diesen Fund gemacht haben, informiert worden. Und insbesondere nachdem der Leichnam aus diesen Tonnen identifiziert war, dann dazu gekommen, dass das eben eine Frankfurter Prostituierte war und damit eben auch der Ansatzpunkt für uns, nach Delikten im Raum Frankfurt zu schauen, beziehungsweise nach gleichgelagerten Delikten im Prostitutionsmilieu. Die Spurensuche beginnt beim Opfer. Als Simone Diallo verschwindet, ist sie 43, drogenabhängig und verkauft ihren Körper im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ihre Tage verbringt sie oft an diesem Kiosk im Gallusviertel, weit weg vom Glanz der Bankenmetropole. Kioskbetreiberin Nada Susic erinnert sich auch nach mehr als 10 Jahren noch gut an ihre Stammkundin. Niemand wollte mit ihr zu tun haben, weil sie so dreckig ist und nicht schwer zu. Also sehr schlechtes Worte von Leuten gekriegt. Wie sagen wir, beschimpft. Warum? Ja, weil sie bettelt. Wenn die Geld nicht hat, dann sagt, gib mir auch eine Bier. Wahrscheinlich traf sie auf dem Straßenstrich ihren Mörder. Polizei! Spiegel TV Crime, unser neues Angebot für zahlende Mitglieder. Bitte. Sie sollen sich beruhigen, ist das so schwierig? Okay. Hier seht ihr exklusive Reportagen und Dokumentationen aus dem Bereich Kriminalität. Wir beginnen mit einer zweiteiligen Rocker-Doku. Natürlich nur für Mitglieder. Zum ersten Mal spricht einer, der bei der Staatsanwaltschaft ausgepackt hat. Ich bin Kasra, Spitzname Perser. Ich war Mitglied der gefährlichsten Rocker-Gang Deutschlands, die diverse Anschläge und mehrere Morde auf dem Gewissen hat. Ich war dabei, als die Hells Angels einen Gegner erschossen. Meine Aussage brachte 8 Männer hinter Gitter. Lebenslang. Wie könnt ihr Mitglied werden? Geht einfach auf unsere YouTube-Startseite und drückt den Mitgliedsbutton. Gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro erhaltet ihr exklusiven Zugang zu unserem Content. Was erwartet euch dort in den nächsten Wochen? Unter anderem 11 In-Verhörfolgen zum Thema Rocker. Auch hier mit dem Kronzeugen Kasra Zagaran und den Reportern Klaas Meyerheuer und Thomas Heise. Der Club ist dein Leben. Du tötest für den Club, du gehst für den Club in den Knast. Du lässt deine Familie für den Club stehen und liegen, deine Kinder lässt du stehen und liegen. Der Club ist Nummer 1. Also werdet Mitglied und unterstützt unsere Berichterstattung. Garantiert ohne Werbung.